Hallo, liebe Deutschlerner. Letztens oder gestern habe ich über Achtsamkeit gesprochen und heute führen wir diese Serie über Achtsamkeit fort. Und heute würde ich ganz gerne mit dir über Meditation sprechen. Was ist Meditation? Ja, Meditation heißt einfach nur, dass du dich hinsetzt, dass du dir bewusst wirst, ja, und bewusst atmest, ja, und manchmal, was viele Leute machen, das auch mit einer Anleitung. Ja, es gibt viele Videos auf YouTube oder woanders, um das mit Anleitung zu machen. Es gibt auch verschiedene Apps, zum Beispiel Headspace oder Calm sind zwei Apps, mit denen man meditieren kann, ja, und das ist dann so eine Anleitung wie, ja, höre auf deinen Körper. Atme tief ein, atme tief aus und so weiter. Und das ist eine Praxis, ja, die einem sehr dabei hilft, wachsam zu bleiben. Ich habe gestern darüber gesprochen, wie wichtig es ist, wachsam zu sein und achtsam zu sein, nicht nur um ein besseres Leben zu haben, sondern auch beim Deutschlernen. Auch beim Deutschlernen ist es wichtig, achtsam zu sein. Ja, was geschieht um mich herum, ja, und deswegen möchte ich dir diese Praxis sehr ans Herzen legen. Ich selber meditiere jeden Morgen und das hilft mir sehr, ja, wirklich mich sicherzustellen, dass alles gut läuft, ne? Dass ich sozusagen in meinem Körper bin, dass ich sozusagen achtsam bin, was um mich herum passiert und wie ich mein Leben lebe und so weiter. Ja, es ist so eine Art und Weise, so sich zu zwingen, mal ein paar Minuten klar nachzudenken, wo man überhaupt ist, ja, und was man tut und so weiter. Ne? Insofern kann ich Meditation sehr als Praxis empfehlen. Und wie gesagt, am Morgen eignet sich ganz gut, ja. Also es ist ganz gut, das am Morgen zu machen, ne? Dann vergisst man es nicht, ne? Man wacht auf, dann macht man seine tägliche Meditation und dann ist man auf sich selbst zentriert und dann kann man seinen Tag leben, ja. Und ich überlege, ob ich vielleicht ein paar Meditationsanleitungen für Deutschlerner mache. Also ich denke, das könnte recht hilfreich sein, ne? Wenn ich diese Meditationsanleitung auf Deutsch spreche, ja, und du sie dann hörst, dann lernst du Deutsch und gleichzeitig meditierst du, ja, zwei Fliegen mit einer Klappe. Sag mir in den Kommentaren, was du von dieser Idee hältst. Und ja, das war die Botschaft für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Sehr gut, wie du regelmäßig Deutsch lernst und jetzt Deutsch mit diesem Video lernst. Also damit bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Tschüss.